Jo, Leute, was geht? Euer Schütze hier mit einer neuen Und Runde mein Dota Freund Autochess. Leclerc, Und wir wollten ja immer noch die Treu-Kombo irgendwie spielen. Fangen wir mit dem Treu an. So wie wir ziehen und gehen dann halt Krieger oder Knights dazu. So, ich habe auch gesehen, komischerweise. Das habe ich mir einfach mal geholt, ich wollte es ausprobieren. Hier in der Overview. Ah, ist das, wo ist es denn jetzt hin? War so ein ganz komisches Spiel mit drin, ne? Oder, ich weiß nicht genau, hier, da habe ich es. Ich weiß nicht genau, was das ist. Ich habe es mir einfach mal geholt. Aber was es genau ist, weiß ich nicht. Habe es auch nicht gescannt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe es einfach nur mal bei Google Übersetzer eingegeben. Hat mich nicht weitergebracht. Und ja, wenn jemand weiß, was das ist, einfach mal bitte Bescheid sagen, weil ich weiß es nicht. So, hier können wir schön in unsere Trollkombo reingehen. Wir gehen noch mal hier den Mech mitkaufen, würde ich sagen. Auch wenn wir Mechs damit 0 kombinieren, aber vielleicht bringt es uns ja doch noch weiter. So, den Ulgrim-Magi. Aber den Ulgrim-Magi. Nee, wir lassen es so einfach. Ulgrim-Magi ist nicht so wichtig, wenn da jemand einen höheren kriegt. Wir kaufen lieber schon mal die Goblins für die anderen weg. Weil wir brauchen ja an sich den Goblin hier nicht. Aber na, es kommt immer darauf an, was man so zieht. Und ja. Mit einem Gold kriegen wir eh keinen Interest. So, die Trolle buffen sich schon mal für den Attack Speed. Und ja, die Enderman-Trolle sind dann erstmal gar nicht so wichtig. Die hier würde ich gerne erstmal noch weiter hochklicken. Denn den Witch-Doktor halt langsam ziehen. Treu-Warlord wäre zwar schön, den Early zu haben, aber wird wahrscheinlich auch nicht so kommen. Wir setzen erstmal ihn hier dazu, würde ich sagen. Und kaufen ihn noch, oder kaufen wir den Furion? Bin ja gerade am Überlegen, ob ich einfach den Furion erstmal dazu kaufe und die beiden nicht. Weil die will ich eh nicht haben. Wenn wir jetzt noch Enchantress ziehen, können wir halt erstmal mit dem Furion die hochklicken. Und ich muss sagen, wir sind hier in einem ganz schönen, vom Rang her, sind hier alle eigentlich über uns, nur zwei Stück sind unter uns, das ist auch nur ein Rang, ne? Also wenn wir die Runde, also wenn wir hier richtig gut spielen, könnten wir gut wieder hochgehen. Aber darum, wie gesagt, das ist ja nicht der Hauptfokus, ne? Ich habe es gerade rechts gesehen. So, der Attack Speed kommt gut durch. Wir müssen halt schauen, dass wir dann die Krieger auch gut durchkriegen. Wir haben auch endlich mal gute, wir haben endlich mal Items bekommen. Gute ist ja übertrieben. Bei ihm, bei dem Juggernaut, ne, bei ihm ist halt das Besondere, dass wir, warte, was soll ich sagen, dass er, wenn er spinnt, nicht von Magical Damage getroffen werden kann. Das macht ihn halt echt stark eigentlich im Early oder auch später. Aber zurzeit würde ich fast schon sagen, der Furion mit Stufe 2 steht einfach besser hiermit. Stellen wir einfach so daneben, würde ich sagen. Und Lifesteal. Ah, ich weiß nicht, ob ich die Sachen schon irgendjemand geben soll. Ich glaube, die behalte ich lieber. Ich würde sagen, wir verkaufen die Enchantress, oder? Wir schauen mal. Wenn wir jetzt gewinnen, kaufen wir ihn dazu. Ansonsten verkaufen wir die Enchantress und kaufen ihn dann. Der hat jetzt schon Knights, ne? In der Combo. So, ja, hier, das verlieren wir auf jeden Fall. Machen wir es lieber so, dass wir die Krieger trotzdem noch irgendwie zusammenkriegen. Er bringt uns hier, dass er hier was spawnt, auch nichts, weil der hier wird im Early Game sehr abgehen mit seinen Knights. Wir wollen halt Krieger gehen. Und von daher, ja, sind wir fein damit. Hier, ne? Jetzt haben wir natürlich die Dings verkauft, aber ist okay. So, dann schauen wir mal. Wir können jetzt noch den hinzusetzen. Können ihn runternehmen und lieber ihn setzen. Und jetzt wird uns halt ein Krieger auf dem Feld. Wo wir könnten. Ja, wir verkaufen ihn auch gleich mal wieder. Klicken uns lieber hoch. Setzen lieber noch einen Krieger dazu. Ja, und kaufen erstmal den Tree and Protector einfach so weg. Und jetzt haben wir die drei Krieger, die zwei Trolle. Das sollte eigentlich not bad sein. Problem ist halt, dass wir nichts dann hochgelevelt kriegen. Oh, der hier hat noch einen Chaos Knight dazu gesetzt, hat halt zwei Juggernauts und eine Axt. Wegen der Ork-Kombo, Krieger-Kombo hat er auch. Hier hat er halt noch ein bisschen mehr Damage. Ich glaube auch nicht, dass wir das, also dass wir hier durchkommen. Er spinnt einfach in der Ecke. Wir haben hier zum Glück noch einen ausgeschaltet, aber mehr kriegen wir da auch nicht. Mehr kriegen wir da leider auch nicht. So, da, oh, da kriegen wir mal wieder einen Axt. Das ist gut, dass wir die langsam ziehen. Weil sonst wollen wir nämlich auch ein Problem kriegen. Komischerweise ziehen wir hier die ganze Zeit weiter Mechs. Human Mage, möchte ich es nochmal mitnehmen? Es ist halt eigentlich nicht mein Ziel. Aber ich würde sagen, wir nehmen es erstmal mit und nehmen ja auch erstmal die Goblins mit, da sie uns nicht stören. Obwohl, wenn wir. Das ist dumm, wenn ich die mitnehme. Ich nehme lieber Drache mit.
Es gibt auch einen Dragon Mage. Und ja, dann könnte man noch die den Dragon Knight und Reimer und Drache bauen. Und gleichzeitig hier die Mages. Also, nur das ist jetzt das am weitesten entfernt, also das am weitesten entfernt, dass ich das spielen möchte. Aber die Goblin Mages hätte ich halt nur weggekauft. Gegenüber den anderen. Gegen den mussten wir ja schon mal. Das Spiel möchte uns eine Losing Streak aufdrücken, wirklich. Ah, den hat er noch mitgenommen, das ist gut. Ein bisschen weniger Schaden. Jetzt gehen wir hier wirklich komplett in die Losing Streak rein. Dann werden wir auch nirgendwo mehr hochklicken, einfach nur Geld sparen. Gucken, ob es sich lohnt, vielleicht doch wieder hier was zu verkaufen, um einen Interest-Bonus aufrechtzuerhalten oder sonst was. Oder um einen zu bekommen, besser gesagt. Wird sich ja wahrscheinlich nicht lohnen. Und von daher werden wir erstmal so verbleiben. Da ist schon mal der Witch. Oh, was ich hier nicht alles sehe gerade. Moment mal. Wie machen wir das jetzt? Also den brauche ich. Ihn brauche ich. Die brauche ich halt, ne? Das ist halt der Unterschied. Es ist nicht so, dass ich die kaufen kann. Ich brauche sie halt wirklich. Jetzt könnte ich sie verkaufen, ihn kaufen. Was ist mit ihm? Bei ihnen will ich eigentlich... Eigentlich brauchen wir ihn nicht hier, ne? Der ist eigentlich Quatsch bei uns. Aber wenn wir ihn vielleicht doch noch Stufe 2 kriegen, ist er eigentlich erstmal recht fein mit dem Beast-Bonus. Das ist im Moment der Gedanke, mit dem ich spiele. Und ja, das probieren wir jetzt erstmal. So, er wird noch einen hexen, bevor er stirbt. Oder auch nicht. Der Omni-Knight ist echt stark, merke ich gerade, ne? Mit seinem, ich glaube, auf dem Boden, hier alle anderen. Wir wollen eh für unsere Losing-Strat gehen. Schade ist, dass wir hier nichts mehr mitgenommen haben. Hätten wir ein bisschen mehr Gold bekommen. Oh, einen Disruptor nehmen wir auch mit. Also, wir kommen in Einheiten. Ich glaube, ihn hier brauchen wir doch nicht. Er passt nicht auf unsere Hand, beziehungsweise er hier auch nicht. Hätte ihn verkaufen sollen. Ah, Mist. Das habe ich gerade ein bisschen verscheckt. Ja, hier geht halt. Hier geht es dann halt mit Orks weiter. In ein paar Runden. Und ja, ich überlege gerade. Ja, im Moment können wir halt nichts machen. Wir haben halt aber auch gar kein Gold. Der hier hat langsam 10 Gold. Hat auch gute Einheiten gekauft. Wir ziehen hier halt noch einen Disruptor oben drauf. Das ist halt sehr gut mit den Trollen und den Orks. Den würde ich echt gerne auf Level 6 setzen. Kriegen halt einen guten Losing Streak Bonus noch. Helga spielt uns echt in unsere Karten rein, ne? Dass wir einen Beastmaster halt nicht haben, ist jetzt, würde ich sagen, fast schon nicht so schlimm. So, hier. Könnt ihr den Keeper of Light noch mitnehmen? Perfekt. Das ist nämlich nochmal weniger Schaden für uns. Das ist halt unsere Taktik, ne? Einfach nur wenig Schaden mitnehmen und dann später im Late Game alles kaputt kloppen. So, sind hier noch schon alle durch? Nee. Da fehlt noch einer. Und wo haben wir? Wir haben bestimmt irgendwo... Ach nee, wir haben bei dem einen nur knapp auf seinem Feld sozusagen verloren. So, wir machen das jetzt aber so hier. Wir verkaufen den Viper für den Interest. So, weil wir wollen ja hier noch nicht aufleveln. Wir wollen jetzt erstmal den Interest mitnehmen, weil wir sind eh in einer guten Losing Streak. Haben zwar auch schon gut Leben verloren, aber... Ja, nehmen wir hin, ne? Nehmen wir so mit. So, der hier hat auch einen Witch-Doktor. Das ist nicht so geil. Weil das ist ja unsere Einheit, die wir ordentlich hier ausspielen möchten. Und so kriegen wir natürlich am Ende vielleicht sogar noch ein Problem damit. Das Gute ist, dass uns halt nur der treue Warlord fehlt für die Combo. Slada 2 wartet auch schon drauf, aufs Feld zu kommen. An sich ist das not bad gerade. So, hier geht unsere Losing Streak auf jeden Fall weiter. 10 Leben ist jetzt halt langsam schon ein bisschen hart. Deshalb, da sollten wir langsam umdenken. Vielleicht jetzt erst aufleveln, weil jetzt haben wir den Interest mitgenommen. Aber ich kann nicht reden, mitgenommen. Das werden wir noch behalten. Also das ist auch unser Ziel auf jeden Fall. So. Ja, da ist noch ein... Boah. Dieses Spiel gerade, ne? Diese Runde hier könnte noch insane werden, ey. So, wie machen wir das jetzt? Ihn runter, ihn mit drauf. Dann fehlen die beiden noch auf dem Feld. Und sagen, eine Runde verlieren wir ruhig noch, dann setzen wir erst ihn, oder? Und dann schauen wir mal. So, setzen wir es mal. Er hier ist halt Futter, ne? Für die Hunde und ihn nehmen wir mal mit. Eieiei, ach, das ist eh Mobrunde. Zum Glück haben wir nicht aufgelevelt. Oder
Hätten wir aufgelevelt, hätten wir die, obwohl wir packen die sogar wegen dem X2, kann das sein? Die Leistungsmaske gehen wir hier auch schon mal rüber. Das sollte not bad sein. Ich weiß nur nicht, ob wir dem auch HP-Rack geben wollen. Wir müssen heute zwei Einheiten setzen. Einmal den Witch Doctor für mehr Attack Speed. Und einmal den Disruptor wegen dem erstens Ork Bonus. Beziehungsweise, ne, der kriegt, der selber hat halt nur mehr Leben. Aber für den Schamanen Bonus. Aber da wir beide halt in Anspruch nehmen können, ist das halt echt stark. So, jetzt haben wir, kriegen hier auch die Orks schön hochgelevelt. Das ist auch sehr, sehr stark. Ich würde fast schon sagen. Ah, hier, das gehen wir auch mal eben rüber. Ich würde fast schon sagen, wir lassen unser Feld erstmal so. Wir gucken nur, ob wir hier noch was verkaufen können. Möchte ich den liken? Eigentlich möchte ich hier nichts aufopfern von. Wirklich null. Weil es wäre natürlich gut für den Interest, obwohl der Tiny vielleicht. Überleg gerade. Ich würde dann gerne, glaube ich, sogar Doom rein, aber wir müssen gucken. 4 Trolle haben wir. Dann den Ork-Schaman. Also, sagen wir mal, 4 Einheiten gehen weg, weil er ist ja Krieger. 4 Einheiten gehen so drauf. Dann haben wir 6 Krieger. Welche 6 Krieger werden es? Wird der Tiny dabei sein? Ist halt die Frage. Oder der Liken. Werden die beiden dabei sein? Das kann ich halt jetzt so genau eigentlich gar nicht sagen. Das ist mein schlimmstes Problem. So, unser Losing Streak hört hier auch schon auf, leider. Cool. Na komm. Aber wenn hier wirklich Losing Streak aufhört, dann verkaufe ich einen von denen. So. Dann haben wir jetzt ein Interest, ist fein. Kann ich mich nicht beklagen. Kann ich mich einfach nicht beklagen, weil. Ist okay, müssen wir sie halt wieder kaufen, aber Hauptsache wir kriegen den Interest. So, hier, der hier ist wichtig. Und wir leveln jetzt ruhig einmal. Und setzen ihn hier mit. So. Machen wir es mal so hier. Wir geben ihm auch mal ein Item. Weil er harmoniert halt gut mit den Orks. Jetzt haben wir. Moment mal, wir hätten ihn hier setzen müssen, ne? Ah, egal. Machen wir dann auch noch. Das habe ich jetzt natürlich verträumt. Überleg auf, wir machen hier, glaube ich, auch ein Early Level 7 rein, damit wir ihn hier hoffentlich weiterziehen. Ja, ist okay jetzt, ne? Sind wir fein mit. Aber machen wir ein Early 7 oder delayen wir das nur so leicht? So um ein, zwei Runden. Das ist jetzt halt die Frage. Da wir jetzt halt eine Winning Streak aufbauen wollen, eigentlich müssten wir ja, ne? So. Oh, der Tinker hat noch gut geultet von ihm. Aber, und unsere beiden machen das nicht. Auf keinen Fall. Der holt sich beide hier ab. In, oh, Leute, er hat dann sogar noch eine Ulti. Der hatte ja wirklich erst bis schon eine 5 Sekunden, aber wir sind fein. Oh, und ihn müssen wir eigentlich hier auch mitnehmen. Eieiei. Und eigentlich müssen wir auch noch hochklicken. So, dann klicken. Oh, komm, wir klicken jetzt erstmal hoch. Setzen ihn hier erstmal mit drauf. So, wir setzen die mal in die Backline, würde ich sagen. So. Wir setzen uns erstmal so hin. Schwierig, ey. Wir müssen dann als nächstes sogar noch vielleicht noch ein, ne, hier vielleicht ein Ork noch draufsetzen. Dann haben wir 4 Orks. Die Trolle haben wir alle. Oh, das ist gerade richtig schwer, das vernünftig runterzuspielen dann. Das Wichtige ist, dass wir halt den Schamanen-Bonus haben. Das kommt halt auch noch dazu. Und dann setzt sich halt der Beastmaster gut dazu, ne? Das ist halt das Besondere an der Kombo. So. Wir haben auch auf dem anderen Feld gut gewonnen. Leider haben wir keine Winning Streak damit kaputt gemacht. Das wäre natürlich auch cool gewesen. So, jetzt nehmen wir hier ihn schon mal mit. Und ja. Möchte ich dafür etwas runternehmen? Nein. Ihn nehmen wir auch schon mal mit. Ich hoffe, da ziehen wir noch ein paar. Also aus dem Tiny wird dann erstmal nichts. Wir machen das jetzt gleich, dass ich das nicht vergesse. Ja, den Rest machen wir erstmal auch nicht. Wir hätten jetzt auch den Slader in dem Fall verkaufen können, aber da ich den Tiny eh nicht mehr gehen möchte, verkaufe ich lieber ihn. Weil ihn haben wir ja schon mal Stufe 2. Es kann sein, dass man ihn vielleicht Stufe 3 kriegt. Muss aber nicht unbedingt sein oder wird wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich so kommen. Und ja, gut ist halt, dass wir diesen Attack Speed Bonus auf allen Einheiten schon haben. Das kommt ihm auch zugute. Und ja, da können wir ihn hier mit in die Backline stellen und ihn da vollpacken, den Beastmaster. Und dieser Ork-Buff ist halt so tanky dann. Erstmal, dass wir 3 Krieger haben, ist okay. Und dass wir dann diesen Ork-Bonus haben. Ich glaube, wir könnten uns dann vielleicht sogar noch Richtung Warlock umgucken oder irgendwie so. Nee, Warlock kriegen wir nicht mehr mit rein dann. Müssen wir schauen, in was für eine Richtung wir uns noch mit umgucken.
würde gerne die beiden noch einmal ziehen. Und auf jeden Fall auch den Shadow Shaman oder den Disruptor oder den. Also eigentlich brauchen wir alle Einheiten, die auf dem Feld sind, ne? Weiterhin. Den Lycan weiß ich noch nicht, ob der überhaupt aufs Feld kommt. Der Slada halt. Slada und Medusa könnten wir holen. Oder Slada und Tidehunter oder Tidehunter und Medusa. Der hier schon mal in Ordnung, dass wir den jetzt gerade gezogen haben. Dann können wir den schon mal aufs Feld beschwören. Also ich gehe mal davon aus ihm wird hier nichts mehr. Und ihn hier haue ich auch nochmal weg. So. Es ist jetzt nämlich so, dass wir einen guten Interest wieder zurück haben. Ihn setzen wir in der Frontline, um mit zu tanken. Ihn setzen wir hier vorne mit in die Ecke. Weil er soll am meisten beschützt werden hier. Und da er hier alle auf sich zieht und ja, die so ein bisschen mit rein tanken, sollten wir fein sein. Außer natürlich jetzt in der Mob-Runde. Ja, ich weiß, ich sage auch noch, dass wir Mob-Runde haben. Und trotzdem stelle ich auch nichts um, ne? Also das ist zu gut. So, er fokus wenigstens vernünftig. Weil er wird dann so einen Lifesteal haben, dass es ihn gar nicht juckt, wenn die anderen ihn alle angreifen würden. Perfekt. Was können wir denn hier raus nochmal bauen? Ach ja, das, okay. Das geben wir dann hier unserem Axt. Boah, was wir hier alles an Items kriegen. Ihm können wir ja auch zwei geben an sich. Oder dem Juggernaut vorne in der Frontline als Tank mit. Schauen wir gleich mal. Der hier ist auch schon mal gut, der Witch-Doktor. Den haben wir jetzt auch schon mal Stufe 2. Ach, der ist ja auch Warlock. Stimmt, wir könnten da wirklich zwei Warlocks dann noch mit draufpacken. Und dann wäre unsere Combo komplett. Da könnten wir eigentlich der Furfet und Necrophos draufpacken, ne? Schon sind wir eigentlich fein. Ah, komm, wir machen die mal Full Tank hier. Und das ist Magical. Das ist auch Magical. Wir geben mal das mit dem Mana auf unseren Witch-Doktor. Weil der echt eine angenehme Ulti hat. Für uns, dass er halt nur stunnen kann und alles. Und von daher sollten wir damit fein sein. Oh, der hat Elfen und Hunter. Auch eine sehr gute Kombo. Ich weiß noch nicht, wie gut die jetzt hier im Midgame sein wird. Ich glaube, da sind wir sogar stärker, ja. Sieht sehr, sehr gut aus für uns. Aber einfach nur, weil der Draw Ranger halt sehr, sehr schwach ist. Der Wind Ranger ja auch, glaube ich, sogar genervt wurde. Ist halt schade für die Figuren an sich, aber an sich für die Gegenspieler sehr angenehm. Der neue Hunter-Bonus, den finde ich halt ganz cool. Aber ansonsten, ja. So, jetzt haben wir wirklich einen Dragon Knight gezogen, mit dem wir natürlich gar nichts mehr anfangen können. Davon wollen wir ja auch nichts haben. Ich überlege gerade, Aufleveln kostet uns jetzt 5 mal 25, ne? Würde das sonst kosten. Wir können natürlich das Risiko eingehen und sagen, ja, wir sind jetzt in einer Winning Streak. Aber, um ehrlich zu sein, nee, machen wir nicht. Wir warten lieber 4 Runden und klicken uns langsam hoch, anstatt jetzt wirklich All-In zu gehen. Weil wir sind ja im Moment fein, dann können wir alle einmal weiter nach rechts versetzen und setzen ihn dann hier noch mit in die Ecke. Den hier würde ich gerne noch ziehen, sehe ich gerade. Der fehlt uns noch. Aber unser stärkster Vorteil ist halt dadurch, dass wir die beiden Schamane haben, dass immer einer am Anfang der Runde gesilenced wird. Also kommt oder komplett raus in der Mitte. Der wird ja nicht nur gesilenced, der wird ja verwandelt. Aber der hier, okay, der spielt die Dragon Combo. Okay, dass wir dagegen verlieren, würde ich sagen, ist noch okay. Wie sieht es denn bei dem Erstplatzierten aus? Der hat so viel Gold wie wir. Okay, das ist schon mal gut zu sehen. Wir haben uns auch relativ früh gerettet. Wir haben jetzt 50 Leben noch in Runde 17. Ist okay, weil es hier welche gibt, die haben schon viel, viel weniger Leben. Sind wir ja noch im oberen Mittelfeld. Ich dachte eigentlich, dass wir da sehr, sehr schnell weiter abstürzen würden. So, ihn hätte ich gerne. Dann hätte ich sie gerne. Entweder sie oder halt dann. Ah, nee. Komm, wir gehen lieber auf die Warlocks. Weil das ja dann auch für ihn ja besser ist. Also wir bleiben erstmal so. Wir wollen hier auch nichts. Also wir machen hier jetzt gar nichts. Wir wollen halt dann wirklich Richtung Richtung des nächsten Levels gehen. In 3 Runden hätte ich es dann auch gerne. Ich hoffe, das kommt so weit hin. Außer wir ziehen jetzt so gut. Aber ihn hier würde ich halt gerne nur noch einmal ziehen. Und die beiden würde ich gerne noch ziehen. Und dann haben wir schon mal alles Stufe 2. Weil wenn er hier aufs Feld kommt, er ist schon Stufe 2, ne? Er kommt aufs Feld und ist halt instant stark. Und deswegen sind wir damit eigentlich soweit auch erstmal fein. Wie zum bei dem Kerl hier aus dem Moment auf 1 ist. Der hat auch nicht wirklich Gold. Hey, wir haben im Moment am meisten Gold, ne? Ne, er hat mehr Gold, okay. Aber die Erstplatzierten haben nicht so viel Gold wie wir, die ersten beiden. Das ist sehr, sehr gut zu wissen. So. Was hat dieses Spiel noch für mich? Eine Nekro. Oh, alles, was wir haben wollten. Den, den und den.
Wir wollen ja hier Undead Warlock dann mit reinbauen. Was erstmal ins Lifesteal gibt und die gegnerische Armor wird reduziert. Und das ist halt immer gut. Wirklich. Ja, wir setzen dann nämlich ihn auf 8. Der ist 9 und Death Prophet wird 10. Wenn wir wirklich so lange hier überleben, wir haben jetzt halt nochmal gut Leben verloren. Wir sind jetzt halt auch wieder da, wo wir letzte Runde waren. Zwei Züge halt, dann hätte ich es wirklich gerne. Dann klicke ich mich auch, glaube ich, einfach so hoch. Dann nehmen wir es einfach mal so hin, dass wir dann nicht mehr so viel Gold haben. So. Unser Witch Doctor hat eine gute Arbeit gemacht. Unser Disruptor-Feld war auch nicht schlecht. Aber hier kommen wir auch nicht gut durch. Ich glaube, wir mussten auch eher immer gegen die Stärkeren anstatt gegen die Schwächeren spielen, ne? Oder kommt mir das nur so vor? Hier, den habt ihr noch mitgenommen. Sehr schön. Den dürftet ihr mitnehmen. Habt ihr nicht? Okay. Ja, 4 Leben ist verkraftbar. Bei 4 Leben sagen wir schon gar nichts, ne? So, nächste Runde würde ich gerne hochklicken. Da wäre mir das sogar ein wichtiges Anliegen. Wenn wir natürlich noch eine gute Einheit kaufen können, dann warten wir noch eine Runde. Aber auch wirklich nur, wenn wir was Vernünftiges ziehen. Wir kaufen jetzt keinen Schrott irgendwie. Alles, was wir auf dem Feld haben, würden wir natürlich dazu kaufen. Ein Necrophos oder ein Death Prophet würden wir auch nehmen. Woher haben wir auch eine Chance schon auf Legis? Ja, eine 0% Chance. Perfekt. Ja gut, und 10% auf die 4er. Als wir Stufe 5 waren, haben wir jetzt schon angefangen gut zu ziehen mit einer Chance von 2. Haben wir gleich ihn gezogen. Ja, der hier auf dem Feld steht, er hier. Was natürlich sehr gut für uns war. Und hier durch die Mob-Runde kommen wir jetzt auch easy. Oh, der hier ist nice. Hier können wir ja mit der Krone verwandeln. Hier zu so einem Zepter-Ding da. Auf unserem Witch-Doktor. Das kommt uns natürlich entgegen. Ja, und jetzt können wir halt noch nicht komplett hier hochleveln, wie ihr seht. Zweimal hochklicken fehlt noch und das machen wir nächste Runde, würde ich sagen. Wir sehen ja sehr, wir haben im Moment einen Losing Streak aufgebaut. Deswegen, wenn wir jetzt verlieren, so schlimm wäre es nicht. Wären wir fein mit, aber, ne? Es ist, wie es ist. Oh, wie sieht bei unserem Nachbarn aus? Er hat auch sich einen Necrophos gesichert. Aber die Ulti ist halt auch ganz cool. Das heißt Death Pulse, und was ist das? Paralyzing Gas. Okay, weil das die gleichen Icons hat fast. Halt nur aus einer Winkel zum Totenkopf. Wäre halt cool gewesen, wenn die ähnlich heißen würden. So. Er hier hat einen kleinen Slug. Der irgendwie ganz schön nervig ist. Und der Disruptor sitzt da hinten, was? Okay, war sogar gar nicht so schlecht. Aber wenn der gleich reinultet, haben wir eh verloren, die Runde hier. Ja. Da sind wir erstmal wieder weg. So, zack. Ein viertel Leben haben wir noch. Und. Oh, ein Bad Rider. Den nehmen wir natürlich mit. Dann klicken wir jetzt zweimal hoch. Setzen ihn hier schön dazu. So. Zack. Jetzt gehen wir halt nur noch unsere letzten beiden Warlocks und dann müssten wir fein sein. Deswegen leveln wir auch wahrscheinlich einfach weiter hoch oder wollen wir rerollen? Ihn hier, er hier wäre cool gewesen overall, aber er passt halt gar nicht mehr jetzt in die Kombi. Wir nehmen mal ihn mit. Gehen mal davon aus, dass wir einfach gewinnen. Sonst verkaufe ich einfach den Bad Rider, weil keiner mag den Bad Rider. Muss man ja mal ehrlich sagen. Weil wir haben eigentlich gute Kombos, meiner Meinung nach. Natürlich gibt es ja ne, bessere Möglichkeiten, wodurch wir noch ein bisschen mehr CC reinbauen hätten können, machen, tun, ne? Aber ist okay. Jetzt habe ich den schon verkauft, aber. Ach nee, er holt hier nichts mehr. Das Ding ist halt, so länger die Runde geht, desto besser wird es halt erst für uns. Und ja, deswegen haben wir auch nicht mehr so viel Leben. Ich fand unsere Kombo eigentlich ganz, 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 ganz gut bis jetzt. So. Jetzt haben wir hier noch einen schön zusammengebastelt. Einmal rerollen wir dann hier noch. Nehmen erstmal den Bad Rider mit. Vielleicht verkaufen wir ihn ja wieder. Ach, ich kann nicht mehr reden. Vielleicht verkaufen wir ihn ja wieder. Wir können dann halt auch jederzeit all-in. Was ich natürlich ungern machen würde. Er hier ist auch nicht mehr useful für uns. Also gleich mal weggehauen. Wie viele Likens hier kommen so, ne? Aber wir wollen halt lieber anstatt den Beast Bonus, glaube ich, den Undead Bonus. Beast Bonus hätte man natürlich jetzt auch nehmen können, aber ja, sollten wir gut mit sein. So. Er hat hier auch den hier mit dem Active Damage. Okay. Wir sind echt ganz, ganz, ganz schwach hier im Game.
Mega Kill. So. Ja, ne? Wir gehen da lieber Richtung des Witch-Doktors weiter. Und schauen mal. Ah ja, hier. Das hier ist sehr, sehr gut für uns, dass wir ihn auch schon mal zwei haben. Wir wollen halt unbedingt noch so einen Troll hier ziehen. Den wir natürlich nicht kriegen. Was war denn auch anderes zu erwarten, ne? Aber ihn hier schon mal Stufe 2 haben, ist recht angenehm. Wir haben hier halt die 4 Trolle, 4 Orks, 3 Krieger. Und ich dachte eigentlich, dass wir damit echt gut durchkommen. Jetzt ist aber so, dass wir halt den Warlock-Bonus noch nicht haben. Und ja, das macht uns das Spiel gerade so ein bisschen kaputt. Ansonsten wären wir viel stärker. Ja, oh, der macht uns hart. Ich hoffe, wir fliegen hier noch nicht raus. Das reicht noch nicht, oder? Nee, wir leben noch. Okay, dann gehen wir jetzt mal gleich all in, würde ich sagen. Aber wirklich all in auf Level. Dass wir hier Level 9 mitnehmen. So, erstmal setzen wir ihn noch mit hin, weil wir kriegen ja eh keinen Bonus durch den hier. Und jetzt rerollen wir nochmal weiter. Hier noch ein Bad Rider. Aber wir ziehen auch nicht wirklich die Sachen. Da ist er. Hier müssen wir uns noch schnell zusammenbasteln hier. Sehr wichtig. Vielleicht macht er ja jetzt nochmal was Gutes. Und ja, jetzt kommt ja hier nochmal eine Mob-Runde. Die hätten wir eigentlich auch noch aussetzen können. Ist jetzt in Ordnung, wie wir es hier gemacht haben, ne? Aber wir hätten es halt klüger spielen können. So, er ist nicht unser Hauptziel hier. Oh, da ist noch ein Disruptor. Den holen wir jetzt hier auch noch nach einer Mob-Runde. Was habt ihr denn so Schönes an Items für uns? Die Shane Mail. So. Na, komm her, setzen wir dich schon mal hin. Zack. Kaufen ihn hier noch ein. Lassen ihn schön zusammencraften hier. Wieder mit in die Frontlane hier. Kann die Shane Mail ruhig haben. Und ja. Jetzt ist halt auch wieder so ein bisschen abwarten und Tee trinken angesagt. Oh, da war noch ein Witch-Doktor. Welchen? Ich glaube, ich gebe dann lieber den Axt hier auf. Und nehme lieber den Witch-Doktor mit. So. Obwohl wir hätten jetzt eh gucken können, weil wir müssen jetzt eh gewinnen, die Runde. Ansonsten fliegen wir sehr, sehr früh raus. Oh, das könnte hier knapp werden. Der hat hier, glaube ich, schon irgendeine Warlock-Kombo. Kann das sein? Hat der einfach eine Leiste hier irgendwo drauf gehabt? Ah, da. Okay, weil er sich da so grün geheilt hat. Aber eigentlich würde ich persönlich sagen, wir sind sehr, sehr stark. Also gegen den gewinnen wir schon mal, das ist gut. Hier sind auch schon 3 Leute raus jetzt unter uns. Wäre natürlich cool, wenn wir uns jetzt mit 3% nach oben kämpfen. Oh, wir sind in der Top 4, wir sind schon wieder in der oberen Hälfte zurück. Sehr, sehr cool. Ah, nach 26 Runden ist auch schon die Hälfte raus, ist heftig. So, wir rerollen hier gleich nochmal rein. Ja, wir nehmen erstmal ihn nochmal mit. Wir müssen halt unbedingt den Witch-Doktor nochmal ziehen. Damit wir den verenden können und dann, ja, müssen wir schauen. Würde ich erstmal den Necrophos mit reinsetzen. Wir sollten uns auch vielleicht darauf konzentrieren, doch wieder ein bisschen zu sparen und darauf zu hoffen, dass uns keiner umbolzt. Der hat einen Witch-Doktor 2 jetzt Erdelack, wir nicht. Hoffentlich kauft kein anderer sonst noch einen. Wer war denn das jetzt nochmal? Wer hat sich dann Witch-Doktor 2 gesichert? Ja, hier, oh, 2 Witch-Doktor 2. Also er will ja echt einen Kampf gegen uns haben, ne? Aber ich weiß auch nicht, ob er uns jetzt schon rauskickt. Wir haben halt im Moment 2 Stück stehen. Die Ulti von dem macht halt sehr guten CC. Das Kunkerschiff kam richtig stark. Aber ich glaube, es reicht nicht, um uns zu finishen. Das ist das Wichtigste hier. Zack, wir leben weiter. Hat uns wer gemacht? Wir kämpfen noch irgendwo hier vielleicht? Nee. Hier haben wir noch gekämpft, ne? Haben ihn auch mal ein bisschen da oben runter gekickt. Ist schon mal ein gutes Zeichen, wenn wir woanders überall gewinnen, ne? So, ich hätte echt den gerne jetzt fertig hier. Deswegen rerollen wir überhaupt noch. Aber wir ziehen ihn auch nicht. Wir ziehen lieber noch einen Bad Rider. Den wir natürlich uns auch holen hier. Weil wir 2 Stück noch und wir haben den auch vollendet. Also, wir gehen langsam echt gut hier ins Late rein. Einen Necrophos noch und ich würde sogar einen Witch-Doktor gegen einen Necrophos austauschen. Weil Necrophos ist natürlich an sich stärker. Wir haben halt jetzt nur doppelt stehen im Moment, weil wir in Stufe 2 haben. Bad Rider zum Beispiel würde ich nicht unbedingt präferieren. Aber der hier wäre auch schon gut, wenn wir in Stufe 2 kriegen. So, den haben wir gerade eben auch schon mal gezogen.
wenn ich jetzt richtig entsinne. Hier kam ein gutes Disruptor-Feld. Ja, wir sind ah, der hat noch ganz schön viel Leben hier. Ja, hier müsste man ein bisschen mehr machen, aber irgendwie kommt da nicht so viel. Techies Ulti war... Oh, der hat uns echt umgeknüppelt hier. Techies Ulti war sehr stark. Ah, wir hätten ein bisschen mehr Glück im Early haben müssen. Und lieber irgendwas Stufe 2 kriegen müssen von den 1er Gold-Einheiten. Das haben wir sehr spät bekommen. Ansonsten hätten wir halt mehr Leben gehabt. Hätten weiter oben mitgespielt. Dann wären wir wahrscheinlich auch noch richtig gut in unsere Kombo reingekommen. Aber ich würde trotzdem sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ciao, ciao.